heute im nählexikon kavi kreideminenstift oder kreideminen z so kommt es nämlich im hause prim daher prim ihr wisst ist unser partner hier im nählexikon und von den kollegen haben wir diesen kollegen bekommen das ist ein markierwerkzeug mit kreide und zwar in form einer dünnen Kreidemine, wie ihr hier oben sehen könnt und diese mine besteht eben auch aus kreide so wie zum beispiel schon schneiderkreide die haben wir uns ja hier im nählexikon schon einmal angeschaut habe ich euch oben verlinkt, wie man damit arbeitet, wie man die anspitzt, was das eigentlich ist. Und so ähnlich gucken wir heute nochmal auf unseren Kreideminenstift und wir gehen direkt in die vollen. Ihr seht, dieses Gerät ist eine Art überdimensionierter Druckbleistift. Hier oben steckt ein kleines Radiergummi, wie beim Bleistift auch. Man kann hier drücken, vorne kommt die Mine raus, man kann gedrückt halten und die Mine geht wieder rein. So einfach funktioniert das und so einfach kann man das Teil nehmen und damit auf Stoffmarkierungen setzen. Damit ihr unterschiedliche Stoffe bearbeiten könnt, nicht nur helle Stoffe, für die eben die weiße Kreide hilfreich ist, hat Prim im Set auch noch die ganze Regenbogenpalette mitgeliefert. Ihr seht hier nochmal 1, 2, 3, 4, 8 verschiedene Farben die ihr einsetzen könnt. Und das Einsetzen und Rausnehmen ist wirklich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur gedrückt halten und dann könnt ihr die Mine rausnehmen und eine neue reintun. Und wenn ihr die hier drin aufbewahrt, dann habt ihr auch lange Freude damit, weil die euch nicht abbrechen wird oder so. Wenn eure Kreidemine ein bisschen zu stumpf geworden ist, und das passiert ja mit der Zeit, wenn man viel damit markiert, könnt ihr die auch einfach wieder anspitzen, so wie es bei der Schneiderkreide auch passiert. Und dazu habt ihr im Set dabei einen kleinen Anspitzer. Das ist dieser Kollege. Und da müsst ihr einfach die Mine etwas rausziehen aus dem Stift. Drei, vier Zentimeter müssten reichen. Dann könnt ihr einmal gehörig anspitzen, dass die wieder schön scharf und spitz oben an der Kante ist. Und dann schiebt ihr sie einfach wieder ein Stück weiter rein und könnt fleißig weiter markieren. Die Kreide, die ihr hier drauf dann übrigens übrig habt, die ihr quasi abgespitzt habt, könnt ihr sogar noch weiter benutzen. Die muss gar nicht weggeschmissen werden. Zum Beispiel, gerade mit weißer Kreide, habe ich gerade gelesen, kann man Fettflecken entfernen. Einfach das Kreidepulver auf den Fettfleck legen, so ein bisschen einreiben und das Ganze dann in die Wäsche schmeißen und dann sollte es ein Stückchen sauberer wieder rauskommen. Den Kreideminenstift könnt ihr für alle möglichen Stoffe benutzen. Wie schon bei der Schneiderkreide könnt ihr Vorzugsweise natürlich mit stabilen Stoffen arbeiten, denn ihr habt hier nun mal eine, ja, eine mechanische Markierung. Das heißt, wenn ihr das Ding aufdrückt und an einem Lineal entlang zieht, zum Beispiel oder auch einfach nur so auf eurem Stoff zeichnet, reibt sich die Mine etwas ab. Es ist nicht wie zum Beispiel bei anderen Filzstiften, dass da Farbe rauskommt, wo ihr eben auch feine Markierungen mit ganz wenig Druck setzen könnt, sondern ihr reibt wirklich diese Mine runter. Das heißt, elastische Stoffe, dehnbare Stoffe oder auch sehr, sehr feine Stoffe. Die leicht beschädigt werden können, würde ich damit jetzt nicht zu arg bearbeiten. Lieber sehr, sehr vorsichtig und versuchen, lieber sehr leicht zu markieren. Den Stift gut anspitzen, dann klappt das auch damit. Ansonsten seid ihr bei festen Stoffen absolut sicher und da ist das eine wunderbare Möglichkeit, Stoffe zu markieren. Ich benutze den Kreideminenstift ähnlich wie Schneiderkreide, wirklich für komplette Nähprojekte von Anfang bis Ende. Ich zeichne damit Nahzugaben an, Knipse zeichne ich mir an, also alles Mögliche. Und wo der mir wirklich sehr, sehr hilfreich war in den letzten Tagen, war bei Abnähern im Rücken. Da brauchte ich diese. Ähm, diese rautenförmigen Abnäher und die musste ich eben erstmal übertragen und dafür musste ich mir erstmal kleine Punkte setzen. Und da habe ich mir in mein Schnittmuster mit einer Aale die entsprechenden Löcher gesetzt, sodass ich dann wirklich mit dem sehr angespitzten Kreideminenstift nur kleine Löchlein durchzeichnen konnte und dann einfach mit einem Lineal eben die Löcher verbunden habe und die Linien gezogen habe, sodass ich jetzt genau alles sehen kann, was ich später für meinen Abnäher brauche. Also für so Rückenabnäher oder auch Brustabnäher ist das Ding fantastisch geeignet. Wie gesagt. Das ein oder andere Markierwerkzeug werde ich euch hier im Nählexikon in nächster Zeit noch vorstellen. Schneiderkreide hatten wir schon. Ich habe auf jeden Fall noch den Textilmarker im Gepäck und den Aquamarker. Da bin ich sehr gespannt drauf. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht benutzt. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr von diesen ganzen Schmuckis hier haltet. Ob ihr damit arbeitet oder ob ihr vielleicht einfach mit einem Feinliner oder mit einem Bleistift markiert. Lasst mich das alles unbedingt wissen unter diesem Video in der Kommentarfunktion. Und da unten könnt ihr wie immer natürlich auch Themenseite rüber, wo ihr noch mehr Infos über den Kreideminenstift findet, wo ihr auch noch mal unsere Minen findet, wo ihr das ganze Set findet mit Anspitzer, wo ihr aber auch noch andere Markierstifte findet und natürlich ganz weit unten auch noch unseren Gutscheincode wie immer mit 15% auf unsere MailCrest Videokurse und diverse Materialien, unter anderem eben auch die Prim-Materialien. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr den Kanal abonniert, Irgendwo hier. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao, ciao.